Runter kommen sie immer, im Frieden wie im Krieg. Fallschirmjäger einer ganz besonderen Art. Sie werden ausgebildet, um irgendwo fern in der Welt zu kämpfen. Zum Beispiel in Afghanistan. Fachausdruck Freifaller. Ja, die ersten beiden habe ich, die sehe ich. Okay, fang euch ein, drei, vier, fünf, im Kampfgebiet am Hindukusch sollen sie, wie es ein deutscher Minister einst formulierte, auch Deutschlands Freiheit verteidigen. Es sind geübte Fallschirmjäger. Die meisten waren schon im Krieg. Jetzt sollen sie ihr Können erweitern. Statt mit dem Fallschirm automatisch zu landen, sollen sie hier lernen, im Gleitflug hinter die feindlichen Linien zu gelangen. Im bayerischen Altenstadt, nahe der Allgäuer Alpen, liegt die Luftlande- und Lufttransportschule der Bundeswehr. Die Kaderschmiede der Freifaller gilt als eine der besten militärischen Ausbildungsstätten weltweit. Wer hier landet, hat sich bereits verdient gemacht und strebt nach Höherem. Ich war letztes Jahr in Afghanistan, bis Januar dieses Jahr, ein halbes Jahr, ja. Wochenlang haben die Männer im Windkanal geübt, dann die ersten Sprünge absolviert. Pilot, hoch, runter, los! Nun geht die Ausbildung in die nächste Phase. Hauptfeldwebel Markus Laut, verheiratet, zwei Kinder, hatte anfangs wegen seiner Körpergröße Probleme. Meine Frau macht natürlich schon einen Kopf, was halt passieren könnte. Aber das ist ja auch im Normalen, kann immer was passieren. Für Michael Junge, 26 Jahre alt, Oberfeldwebel, lief bisher alles reibungslos. Wir werden mit Gepäck springen, wir werden bei Nacht springen. Die Waffe dabei, dann noch so ein Navigationsträger mit Kompass und GPS wird noch dabei sein. Alle 12 Lehrgangsteilnehmer sind erfahrene Fallschirmjäger. Im Militärjargon werden sie Automaten genannt. Bei ihnen öffnen sich die Fallschirme von selbst, sobald sie aus dem Flugzeug springen. Freifaller lösen ihren Gleitschirm eigenhändig und können aus großer Höhe sehr weit fliegen. 7 Wochen dauert die Ausbildung der Elitesoldaten an der Luftlandeschule im Allgäu. Eine der Übungen, ein Nachtsprung aus 4000 Metern Höhe. Entscheidend dabei ist die genaue Punktlandung. Nachtsprung ist immer was Besonderes. Man trainiert es nicht so häufig. Und dann kommt natürlich dazu, ich springe einfach in ein schwarzes Loch. Ich sehe nichts, ich sehe unter Umständen meine Landezone nicht und dementsprechend sehen auch manchmal die Landungen aus. Das tut manchmal schon sehr weh, wenn man dann auf den Boden einschlägt. Die einzige Orientierungshilfe am Boden, ein Landetee aus kleinen Blinklichtern. Die Männer werden in Vierergruppen eingeteilt. Bei Sonnenuntergang geht es los. Absetzpunkt, Öffnungshöhe des Schirms und Flugrichtung geben die Ausbilder vor. Kurs ist 100 Grad und wenn er mit 100 Grad fährt, kommt er genau hier zum Ziel dann nach 3 Kilometer. Das ist der Plan. Das Springen in der Dunkelheit ist gefährlich. Fehler können vom Boden aus weder kontrolliert noch korrigiert werden. Hier geht es um mehr als gute Lehrgangsnoten. Es geht um Leben und Tod. Für den Abendhimmel vor dem Alpenpanorama haben weder die Männer im Flieger noch ihr Ausbilder einen Blick. Der verfolgt die Sprünge aus der Landezone des Flugzeugs. Unsere Maschine ist jetzt über uns. Das heißt, jetzt noch ca. 30 Sekunden. Ein Kompass und eine Karte ist alles, was die Männer zur Orientierung haben. Ansonsten herrscht völlige Finsternis. Der erste Nachtsprung ist was Faszinierendes. Wenn man einfach nur die Lichter sieht und das Schwarze unter einem. Das ist eine ganz andere Sprungvariante. Sehr schön, aber man muss halt alle Sinne beieinander haben dabei. Absprunghöhe 2000 Meter. Nächtlicher Nervenkitzel für die Adrenalin-Junkies in Uniform. Ich mag die Sicht von oben aus dem Flieger, so in der Dunkelheit. Also ein bisschen aufregender, ist militärischer jetzt. Kurz bevor der Absetzpunkt, die sogenannte Drop Zone, erreicht ist, geben die Piloten ein Zeichen. Für die Schüler heißt das, letzte Vorbereitungen. Fertig machen zum Sprung. Schaltet die Lampe auf grün, heißt es, raus in die finstere Nacht. Hauptfeldwebel Laut muss als erster springen.
Ausbilder Garf nimmt die erste Gruppe von unten ins Visier. Die Soldaten sind nur an kleinen Positionsleuchten am Helm und an den Stiefeln zu erkennen. Doch mit der Flugrichtung ist das nicht ganz einfach. Okay, kurze Info vom Boden. Wir haben hier null Wind. Das heißt, wenn ihr zu hoch rankommt, könnt ihr ohne weiteres einen kleinen Schlenker weiter nach Osten machen und fahrt dann ganz normal euren Plan. Trotz Plan. Laut, Junge und zwei weitere Kameraden schaffen es nicht zum Zielpunkt. Sie landen weit außerhalb der vorgeschriebenen Zone. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Der Wind ist komplett eingeschlafen oder die Jungs haben die Öffnungshöhe nicht eingehalten. Am Boden darf kein Licht benutzt werden. Die Springer müssen die Landefläche ohne zusätzliche Orientierungshilfe finden. Es ist stockfinster. Ausbilder Garf wartet vergebens auf Rückmeldung von seinen Schülern. Zurückmelden. Welcher Truppnummer? 2. Truppwäger 1? Zweiter Trupp, erster Mann. Alles klar. Das ist wahrscheinlich die Anspannung durch die Nacht. Ja, was komplett Neues, hat vielleicht nicht ganz so hingehauen, wie er sich das vorgestellt hat. Dann wird man nervös und dann vergisst man natürlich das Elementare. Die zweite und dritte Gruppe landen innerhalb der Zone. Anders als die erste. Oberfeldwebel Junge sucht nach einer Rechtfertigung. Ja, weil die uns Fetten so abgesetzt haben wie die Schmalen, deswegen. Und wir haben ja logischerweise eine schnellere Sinkgeschwindigkeit. Ja, und das hat uns dann halt an Strecke gefehlt. Das Landeziel wurde verfehlt. Mögliche Erklärungen gibt es viele. Also, was war los? Erzähl mir mal. Wir sind abgesetzt. Zu spät abgesetzt, haben wir ja kaputt. Ich habe beim ersten Griff ans Handy geplant. Ja. Habe ich nicht richtig erwischt. Ja. Als ich nachgegriffen habe und dann gezogen habe, war ich bei 11, zwischen 1000 und 1100 Meter erst. Und dann habe ich halt die Höhe nicht mehr gehabt. Das können wir ja gleich mal auf dem Höhenmesser nachvollziehen. Ich kann auch sagen. Was war sonst noch? Ich habe bei 1,5 gepult. Und war hinten über der Ortschaft, bestimmt 2 Minuten. Und habe sogar mit den hinteren Reißern gearbeitet, damit ich noch längere Fahrt habe. Ich auch noch versucht. Ich habe die hinteren Reißer die ganze Zeit gehalten, bin aber hier vorne 300 Meter. Gemäß Berechnung hättet ihr etwas über 3 Kilometer kommen können, gemäß Wind. Okay. Okay, dann holt er mir jetzt mal eure Höhenmesser. Ja. Und dann will ich mal die Höhen kontrollieren. Auf dem Höhenmesser ist der Flugverlauf genau dokumentiert. Wenn die Jungs sich dann nicht an die Öffnungshöhen halten, dann hängen mehrere auf einer Höhe. Und dann kommt ein kleiner Fehler zum anderen, das summiert sich dann. Und im ungünstigsten Fall hat man dann irgendwann mal eine Kappenkollision. Das wäre nicht wirklich gut. Ausreden haben eine kurze Halbwertszeit. Laut Höhenmesser haben alle 4 Männer zu spät gezogen. Da kannst du ja nicht hinkommen. Bei 740 Meter hingst du am Schirm. Am geöffneten Schirm. 1200 habe ich versucht zu pullen. Bei 740 Meter, das Gerät lügt nicht. Im richtigen Sprungansatz sind das Entfernungen, jetzt von der Landezone so gut 1000 Meter weg. Und die muss ich erstmal in dem Gelände überwinden und muss mich sammeln, mit den anderen zusammenschließen. Und das kann unter Umständen 5, 6, 7 Stunden in Anspruch nehmen. Aber 3 Sachen haben sie gut gemacht. Sie sind geschwungen. Sie haben nicht am offenen Schirm geraucht und keiner hat sich bei der Landung verletzt. Wenn still das Mondlicht auf den Hügeln liegt, kommt der eine oder andere schon ins Grübeln. Warum tue ich mir das an? Militärdienst heute ist Verteidigung an fremden Fronten. Okay, ab's. Man ist viel unterwegs, man ist entweder auf Lehrgängen im Einsatz oder Vorbereitung für den Einsatz, Nachbereitung vom Einsatz. Es ist schon sehr schwierig, dort eine vernünftige Beziehung zu führen. In dieser Nacht sind die Männer nachdenklich. Zu Hause warten Frau und Kinder. Markus Laut ist vor 4 Monaten zum zweiten Mal Vater geworden. Ja, selbstverständlich wäre ich gern bei meiner Frau und meinen Kindern. Aber ein selbstgewähltes Schicksal. So ist es auch ein Training für die Abwesenheit von zu Hause. Die Schule liegt noch im Dunkeln, als die Soldaten von ihrem nächtlichen Himmelfahrtskommando zurückkehren. Nachdem die Ausrüstung sorgfältig verstaut ist, sammeln sich die Fallschirmjäger im Schulungsraum. Ausbilder Garf kann seine Enttäuschung kaum verbergen. Langer Tag. Ihr habt gemerkt, es war ein ziemlich stressiger Tag. Es sind ein paar neue Sachen auf euch zugekommen. Zeiten waren teilweise eng gesteckt. Das wird sich in den nächsten 3 Wochen nicht ändern. Allen ist klar, die Sprünge waren alles andere als perfekt. Im Ernstfall riskant.
was nicht sein kann, Leute. Und das noch einmal, dann rumpel, zerstöre ich euch. Wenn beim Nachtsprung, wir werden noch Nachtsprünge machen, und ich sehe noch einmal einen, der einem nachts einen 360er-Turn macht, ja, dann rumpelt es aber richtig. Das macht ihr während der Truppfahrt. Die Nummer 2 macht einen 360er-Turn, Nummer 3 rauscht eben in die Kappe rein, ja, und Kappenkollision heißt Tod. Im Einsatz lauert der Tod überall. Afghanistan, mehr als 10 Jahre Krieg. Der erste in der Nachkriegsgeschichte der Deutschen. Ja, they went to the mosque. Yeah. Otherwise I will take you to the mosque. Ein Einsatz unter dem Filmtitel Mission Impossible. Ich glaube, hier haben sich einige getäuscht, was Romantik betrifft hier draußen im Gelände. Also, ja, romantisch will ich es nicht bezeichnen. Ein islamisches Land soll hier von radikalen Islamisten gesäubert werden. Keine leichte Aufgabe. Training für den Krieg am Hindukusch vor Alpenpanorama. In der Luftlande- und Lufttransportschule in Altenstadt steht die nächste Runde der Prüfung an. Diesmal steht das Packen eines Spezialschirms auf dem Programm. So, guten Morgen, meine Herren. Wir werden heute durchführen die Prüfung Druck. Das heißt, wir beginnen unverzögerlich gleich jetzt. Wer fertig ist, kurzes Handzeichen, komme ich vorbei, überprüfe das Ganze. Und wünsche allen natürlich viel Glück. Okay? Auf geht's. Wenn die Soldaten truppweise mit Gepäck abspringen sollen, brauchen sie den sogenannten DROG, einen Stabilisierungsschirm, der zusätzlich den großen Schirm öffnet. Dieser DROG ist ja nur ein Hilfsschirm, der den Hauptschirm öffnet. So, wenn ich das falsch mache oder der Schirm sich ja nicht, der DROG nicht richtig entfaltet, kann ich auch der Hauptschirm nicht öffnen. Der Schirm geht nicht auf und ich muss die Reserve ziehen. Die Reserve ziehen bedeutet, dass die Fallschirmspringer einen Ersatzfallschirm öffnen. Mit diesem Schirm kann man aber weder gleiten noch lenken. Im Einsatz lebensgefährlich. Hauptfeldwebel Dollinger sieht die größte Gefahr in der Nachlässigkeit durch Routine. Wer mehrere, auch schwierige Sprünge gemeistert hat, empfindet das Packen oft als lästige Pflicht. Was haben wir für ein System gepackt? TV9. In der Version Kit? Kit, vollautomatisch. Mit welchem Druck? Pax. Vorab gleich nochmal, gell? Wenn wir das System vorstellen zur Überprüfung, sind alle Teile geschlossen. Okay. Das heißt, nichts hier irgendwo rumbaumeln. Problem ist, wenn es irgendwo rumbaumelt, ja, haben wir hier ruckzuck eine Beschädigung drauf. Wieder das Stichwort Materialschonung. Gell? Ja. Die Einschlaufungen etwas länger machen. Mhm. Ruhig zwei Finger breit. Ja. Ja? Problem, wenn wir das jetzt hier so kurz einschlaufen, irgendwann sind die Gummis zu Ende. Und wir haben noch eine relativ große Restlänge. Deswegen die Einschlaufungen mindestens zwei Finger breit, okay, passt das 100%. Ja. Wer also jetzt diese Prüfung hier nicht mit lufttüchtig abschließt, dem ist auch nicht möglich, den Lehrgang weiterhin zu besuchen. Philipp Brinkmann, der Jüngste unter den Afghanistan-Veteranen, ist sich seiner Sache sicher. Es wäre ein bisschen blöde, hier durchzufallen, aber ich will mal nicht vorgreifen. Das Packen unter den Argusaugen der Prüfer ist stressig. Doch im Gelände, unter Zeitdruck, bei Wind und Wetter ist es sicher noch schwieriger. Auch sauber ausgedehnt, jawohl. Knoten ist ganz geschlossen, das bleibt auch in Zukunft sogar immer ganz wichtig, ganz zuziehen. Offensichtlich haben die Männer ihre Hausaufgaben gemacht. Also, meine Herren, ich darf noch mal ganz herzlich allen gratulieren zum erfolgreichen Bestehen der KIT-Automatik-Druckprüfung. Es hat bei allen gepasst, sprich, wir haben bei jedem den lufttüchtigen Zustand erreicht. Dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch ganz viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft zu wünschen auf dem Lehrgang. In der Luftlande- und Lufttransportschule Altenstadt werden alle Fallschirmspringer der Bundeswehr ausgebildet. Für die, die höher hinaus wollen, gibt es die Qualifikation zum Freifaller. Nach den ersten Freisprüngen folgt die nächste Ausbildungsphase. Lasst eine oder zwei Sekunden Abstand und dann geht der nächste. Okay, selbstständig raus. Die Anforderungen im 7-wöchigen Lehrgang werden von Mal zu Mal höher. Nach Gepäck- und Nachtsprüngen folgt das Springen in einer Fünfergruppe, im sogenannten Trupprahmen. Schwierig wird es mit 5 Leuten auf jeden Fall, überhaupt, dass der Exit mal passt, dass alle ungefähr auf derselben Höhe oder auf der bestimmten Höhe ziehen, dass sie in der Staffelung schon in der Luft hängen. Wenn das schon nicht klappt, muss man da halt erst wieder regulieren mit der Trimmung und versuchen, nah ranzukommen oder abzubremsen, weil die halt auch alle unterschiedlich schwer sind. Das könnte ein bisschen kompliziert werden noch.
immer 4 Soldaten und ein Truppführer. 90 links in 3, 2, 1. Jetzt mitdrehen gleich. Ihr mitdrehen und wieder auf mich zu. In der Luft sind die Soldaten per Funk mit ihrem Truppführer verbunden. Sie müssen auf sein Kommando hören. Ein letztes Mal die Trockenübung am Boden. Militärisch gesehen ist natürlich das Ganze kein Spaß, sondern halt auch für einen Einsatz gedacht nachher. Und dass die Fallschirmspringerei halt einfach nur die Verbringungsart, also die erste Phase vom ganzen Einsatz. Natürlich habe ich über den Tod darüber nachgedacht, was kann passieren bei Auslandseinsätzen oder bei Übungen. Nur man sollte sich nicht dazu so zu versteifen. Man verkrampft ja dann, wenn man wirklich nur auf eins da überlegt, wenn ich jetzt was mache, was passiert, dann würde ich sterben, in Anführungszeichen. Wenn die Soldaten in ein Kriegsgebiet springen, geschieht das immer im Trupprahmen. Der Absprung findet in möglichst großer Höhe statt, damit der Feind sie nicht hören und nicht sehen kann. Kurz nach dem Ausstieg öffnen die Männer ihren Gleitfallschirm. So können sie bis zu 50 Kilometer weit gleiten. Das sogenannte High Altitude High Opening. Man muss sich halt hauptsächlich konzentrieren, weil jetzt einige Abläufe beim Sprung zusammenkommen und wir relativ niedrig rausgehen. Dass man halt dran denkt, beim Exit danach sofort aufmachen, konzentrieren, wo sind die anderen und was muss ich machen, die Höhe kontrollieren. Also kommt schon einiges zusammen jetzt. 2000 Meter sind erreicht. Die Vorfreude besiegt die Angst. Ja, wenn man der Statistik nachgeht, ist Autofahren ja gefährlicher als Fallschirmspringen, würde ich mal sagen. Aber also ich habe das nicht im Kopf. Also ich blende es aus, dass da irgendwo ein Risiko da ist. Sobald die Ampel auf grün schaltet, geht es im 3-Sekunden-Takt in die Tiefe. Die Männer halten Distanz. Doch zu weit dürfen sie auch nicht auseinanderdriften. Vom Landeplatz verfolgen die Ausbilder den Gruppensprung. Doch was sie sehen, entspricht nicht ihren Erwartungen. Die Gruppe ist weit auseinandergerissen. Entweder die Soldaten haben die vorgesehene Höhe für die Öffnung ihrer Schirme nicht eingehalten, oder sie wurden vom Wind abgetrieben. Ja, die ersten beiden habe ich, die sehe ich. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Brinkmann und seine Kameraden werden im Kriegseinsatz viele Kilometer von ihrem vorgesehenen Landepunkt entfernt abspringen müssen. Heute sollen sie nur 2 Kilometer überwinden, aber auch das scheint nicht einfach. Ich sag, was macht denn der eine Kamerad, der jetzt nach Westen fährt? Sie arbeiten zu wenig mit dem Schirm, wenn man jetzt mal sieht, die Formation, wie sie da ankommen. Ja, allein die Abstände zwischen Nummer 2 und 3. Das heißt, der Dritte, der müsste mehr mit der Trimmung arbeiten. Die müssten sich mehr ranarbeiten und sich einfach auch trauen. Sind vielleicht auch noch ein bisschen zögerlich. Dieses enge Kappe an Kappe fahren, das kennen sie halt noch nicht so sehr. Und da muss man sich noch ran gewöhnen. Ich prüfe, laut hier Eidauer, komm. Die Vorgabe beim Truppspringen? Alle müssen innerhalb einer 100 Quadratmeter großen Zone landen. Beim ersten Versuch wird die Marke weit verfehlt. Markus Laut landet zwar exakt in der Zone, allerdings allein, ohne seinen Trupp. Auch das ist nicht erlaubt. Offenbar hat er die Ansagen des Truppführers nicht beachtet. Ich habe gar nichts gehört, weil ich nicht gehört habe, also der Funke einfach nicht ging. Deswegen konnte ich jetzt sagen, dass, ob das jetzt irgendwie gepasst hat, weil die alle hinter mir waren. Da war es jetzt so nicht möglich, wirklich dem Truppführer zu folgen. Aus Angst vor einer tödlichen Kollision haben die Soldaten zu viel Abstand gehalten. Was wir beim nächsten Sprung definitiv noch besser machen wollen, ist, dass wir näher zueinander hinfliegen. Die Abstände, die wir am Tag fliegen wollen, sind über das Doppelte geringer. Ihr könntet rein theoretisch fast auf meiner Kappe laufen, sondern könnt ihr rücken. Für die Abschlussprüfung müssen die Männer das Truppspringen perfekt beherrschen. Weil diese Disziplin extrem schwer ist, wird jetzt eine Woche lang trainiert. Wieder und wieder steigen sie in den Himmel und gleiten zur Erde.
Die Übung zeigt langsam Wirkung. Die Sprünge werden von Tag zu Tag besser. Die Luftlande- und Lufttransportschule der Bundeswehr in Altenstadt gilt als strenge Ausbildungsstätte. Diesmal haben alle 12 Soldaten die Prüfung im Truppspringen bestanden. Jetzt müssen sie lernen, über unbekanntem Gebiet abzuspringen. Der erste Sprung wird nach Aufkirch gehen, zur Landezone Aufkirch. Da befinden sich bis auf wenige hier gezeigte Hütten. Keine Hindernisse, wir haben noch einen Kugelbaum und da hinten der Wald ist eigentlich außerhalb der Landezone. Der erste Sprung in ein nicht bekanntes Gelände, was auch nicht hier der Absetzplatz Altenstadt ist, den Sie ja schon zur Genüge kennen, wird für den einen oder anderen schon nervlich auch eine Belastung werden. Mit dem Bus geht es 30 Kilometer weit nach Penzing. Auf dem Flugplatz der Luftwaffe steht eine Transall für die Fallschirmspringer bereit. Die Soldaten werden heute in voller Montur und mit Gepäck abspringen. 80 Kilogramm zusätzliches Gewicht. Im Ernstfall müssen die Fallschirmspringer zumindest temporär ohne Unterstützung von Fahrzeugen operieren und alles, was sie brauchen, mitschleppen. Das Geraffel, was sie nicht benötigt, kommt auf den Tonner drauf, damit der Tonner weg kann. Auch der Umgangston wird zunehmend militärisch rau. Okay, Leute, jetzt sofort alles Material auf den Tonner schmeißen. Wir haben ja gewisse Zeiten einzuhalten und die müssen eingehalten werden. Weil dieser ganze Sprung, der ist bei der Deutschen Flugsicherung jetzt in München angemeldet. Da haben wir Zeiten vorgegeben und die müssen gehalten werden, egal was auch immer passiert. Wenn wir die Zeiten nämlich nicht halten, dann wird die Flugsicherung nämlich sagen, okay, das war's für euch, wir brauchen den Luftraum wieder. Und deswegen muss man manchmal auch ein bisschen Stress aufbauen. Bisher wurde zusätzlicher Stress während der Ausbildung möglichst vermieden. Aufregung kann tödliche Fehler hervorrufen. Also jeder Sprung ist anders und deswegen ist auch immer die Anspannung, wo man sich dann sagt, okay, was kann passieren, läuft alles klapp, falle ich richtig, also springe ich richtig aus der Maschine. Wieder und wieder werden die Abläufe einstudiert. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr müssen die Abläufe automatisiert sein. Da kommt halt jetzt alles zusammen dann, ja. Mit Truppfahrt und mit Funk, mit vollem Gepäck. Längere Strecke. Man muss konzentriert bleiben die ganze Zeit. Nicht, dass man irgendwann denkt, ja, das wird schon passen, wir kommen schon an und dann hängt man auf einmal viel tiefer als der Rest. Wäre relativ ungünstig. Ich habe gut 50 Kilo Gepäck, Schirm 26 Kilo, Waffe 5 Kilo, Navigationsträger, Helm, sonstige Ausrüstung am Körper, Stiefel. Knapp, also 80 Kilo, sagen wir mal. Die Männer müssen eine Stunde vor dem Start in die Maschine. Dann heißt es warten. 20 Kilo, was du machst. Geduld ist eine der wichtigsten Tugenden des Soldaten. Immer bereit sein, wenn es ernst wird. Beim ersten Sprung ist auch jeder aufgeregt bis zum Gehtnichtmehr. Das braucht auch keiner was anderes erzählen. Und ja, man gewöhnt sich schon dran, je öfter man es auch macht. Aber es ist trotzdem immer wieder ein Nervenkitzel. Und da muss man auch ruhig bleiben. Vor allem, wenn es mal Probleme am Schirm gibt oder sonstige andere Sachen. Bei einem Einsatz müssen Freifaller immer mit Lasten ins feindliche Gebiet springen. Sie sind nicht nur Kämpfer, sondern auch Transportesel für Ausrüstung und Nahrung. Sie sind auch gefragt, wenn mittels Tandemsprung Fachpersonal wie Sanitäter oder Agenten in Feindesgebiet geflogen werden. Nach wenigen Flugminuten ist der Absetzpunkt auf 4000 Metern Höhe erreicht. Es ist kalt, laut und windig, doch das nehmen die Soldaten kaum wahr. Hochkonzentriert warten sie auf das Kommando. Dann, endlich, ist es soweit. Bei High-Altitude, High-Opening-Sprüngen werden die Schirme unmittelbar nach dem Verlassen des Flugzeugs geöffnet. Dann steuern die Freiflieger mit ihren Schirmen die Landezone an.
dann merkt man auch schon, dass die relativ schnell an einem vorbeirasen. Wenn man dann aufs GPS guckt und so 100 km/h drauf hat, das ist so eine andere Sache als weiter unten mit 40. 6 Kilometer Gleitstrecke liegen vor den Soldaten. Das dauert 30 Minuten. Aber auch beim Freifliegen gilt, die Kommandos vom Truppführer befolgen. Nur so klappt auch die Koordination. 90 links in 3, 2, Achtung, jetzt. Achtung mal lieber ein paar Türen. Schön die Kontenance bewahren, es geht gleich los. Vor uns ist der Landeplatz und ich werde euch wieder einsammeln, keine Angst. In dem Trupp von Philipp Brinkmann läuft alles glatt. Alle 5 erreichen geordnet die Landezone. Ich bin schon relativ ehrgeizig, was das angeht. Also wenn ich hier sowas mache, dann will ich es auch möglichst richtig machen und auch mit einem guten Abschluss dann. Die Ausbildung der Freifaller geht in die Endphase. Der Ausbilder ist ungehalten. Ich drehe den Film. Da sage ich jetzt nichts zu. Auch die Springer wissen, die Leistung war nicht optimal. Ja, aber alles in allem fand ich jetzt nicht so prall. Dann habe ich noch ein bisschen Probleme gehabt, das Release zu finden, zur passenden Zeit. Ja, nö, also ich fand es nicht jetzt so gut. Der Vorgesetzte ist genervt. Offenbar sind die Soldaten von ihren Fähigkeiten so überzeugt, dass sie schlampig werden. Die Hände aus der Tasche. Mitdenken, es macht nicht jeder das, was er will, sondern das, was der Truppführer befiehlt. Und nichts anderes. Es macht keiner sein eigenes Ding. Dann stellt sich mir die Frage, warum ist die Einlandauslösung weg? Nee, will ich jetzt nicht drüber diskutieren. Ja, kann es nicht sein. Die Einlandauslösung wird nicht losgelassen. Ist oft genug angesprochen worden. Hört auf den Truppführer. Der Truppführer, die ganzen Kommandos ein bisschen ruhiger geben, dem Trupp mehr Zeit lassen zum Reagieren. Du brauchst du nicht die Schulter zu zucken. Ja, das ist von Arsch. Also das müssen wir nachher besser machen, Leute. Trotzdem, die Ausbilder bleiben bei ihrer sogenannten Low-Stress-Strategy. Extremer Druck kann zwar zu körperlichen Höchstleistungen motivieren, wenn es aber um Konzentration geht, tödlich sein. Es ist frustrierend. Man gibt sich wirklich Mühe, man investiert viel Zeit und Arbeit in die Jungs. Die ganze Arbeit mit dem Schirm wird dann, entweder weil sie es nicht verstanden haben, das weiß ich ja nicht genau, dann sollen sie gefälligst zu uns kommen und uns überreden, ich habe das nicht verstanden, dafür sind wir da. Oder weil sie einfach am Schirm zu faul sind und nicht gescheit arbeiten. Und das riecht dann natürlich selbstverständlich, das riecht richtig auf. Und dann könnte ich auch platzen. Der Ausbilder weiß, warum er den Teilnehmern seines Kurses so viel abverlangt. Die Soldaten trainieren für den Ernstfall, zum Beispiel Afghanistan. Ja, dass alles gut geht und er gesund nach Hause kommt, das ist eigentlich das Wichtigste. Und vielleicht, dass die Bevölkerung mehr Anteilnahme nimmt. Im Februar 2010 wurde in Seedorf auch Nils Bruns nach Afghanistan verabschiedet. Dort geriet er mit seiner Einheit in einen Hinterhalt. Es war am Karfreitag 2010, als in Isakhel, wenige Kilometer vom Bundeswehrstützpunkt Chardara entfernt, die Taliban eine Patrouille angriffen. Von mehreren Seiten eröffneten sie gleichzeitig das Feuer. Auch die deutschen Soldaten filmen mit Helmkameras das Geschehen und dokumentieren ihre ausweglose Situation. Von mehreren Seiten greifen die Taliban mit Mörsergranaten und Maschinengewehren an. Dann die Katastrophe. Bei einem Ausbruchversuch fährt ein Fahrzeug auf eine Mine. Die bittere Bilanz, 3 Tote. Darunter Hauptfeldwebel Nils Bruns. Das Gefecht hat knapp 10 Stunden gedauert. Und dann frage ich mich, wie kann eine Gruppe von 80 Aufständischen die Soldaten über 10 Stunden fesseln? Und es wird keine Unterstützung rausgeschickt. Weder Luft- noch Bodenunterstützung, keine Hubschrauber, keine Artillerie. Auch die zur Bergung der Verwundeten gerufenen amerikanischen Black Hawk-Hubschrauber gerieten unter schweren Beschuss. Es ist zwar Show of Force geflogen worden, das ist ja die Drohgebärde, aber die Soldaten haben verzweifelt um ihr Leben gekämpft. Und verloren. Die Taliban konnten damit rechnen, dass es bei Drohgebärden bleibt.
Die Gefahr, mit massiven Luftschlägen Zivilisten zu treffen, war zu groß. Und die Erinnerung an die Bombenabwürfe von Kunduz war im Gedächtnis der Verantwortlichen zu frisch, um ein solches Risiko einzugehen. Pech für die Kameraden. 39 deutsche Soldaten haben seit Beginn unseres Einsatzes ihr Leben in Afghanistan verloren. Ihnen gebührt unsere und meine tiefe Hochachtung. Ich verneige mich vor Ihnen. Deutschland verneigt sich vor Ihnen. Der Grund für diesen Krieg ist längst in den Hintergrund gerückt. Dass diese ganze Kette, die dann folgte, so letztendlich in mein Leben eingreift, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Und mein Sohn, glaube ich, auch nicht. Man funktioniert, aber man nimmt vieles nicht wahr. Man ist komplett unter Schock. Ja, man handelt nur von Tag zu Tag, von einem Tag zum anderen. In der idyllischen Berglandschaft gerät leicht in Vergessenheit, wofür hier wirklich trainiert wird. Nach 7 Wochen Ausbildung stehen die Soldaten vor der Abschlussprüfung. Doch der letzte Tag ist nicht gut gelaufen. Das drückt die Stimmung und die Hoffnung auf ein gutes Zeugnis. Natürlich tut man sich abends überlegen, wie der Tag gelaufen ist. Sicherlich ist da natürlich auch so Sachen wie, hat sich keiner verletzt, hat das sauber geklappt beim Truppfahren, habe ich die einzelnen Tätigkeiten ordentlich gemacht. Also man setzt sich ja nicht hin und tut sich dann vorbeten, wie ist es gelaufen, sondern es läuft ja automatisch im Kopf ab, wie halt der Tag gelaufen ist. Und somit ist ja auch die Gemütslage, ja, das tut ja auch schon einen dann ein bisschen so, ja, schon mitnehmen, ja. Am nächsten Morgen, dem Tag der Abschlussprüfung, strahlt die Sonne. Am Fliegerhorst Landsberg-Lech im bayerischen Penzing herrscht Hochbetrieb. Von hier werden die Soldaten zu ihren letzten Sprüngen starten. Ich erwarte selbstverständlich, dass die Fehler, die gemacht worden sind beim ersten Sprung, dass sie jetzt im zweiten Sprung abgestellt werden. Ja, da erwarte ich einfach, dass sie sich mehr Mühe geben, dass sie das umsetzen und dann besser machen. Die Kursteilnehmer nehmen den missglückten Vortag mit sportlicher Gelassenheit. Wir wissen ja, was falsch gelaufen ist. Und wir denken uns jetzt einfach, wir machen es jetzt halt im nächsten dann besser. Und dann klappt es dann auch wieder. Ob man damit dann immer so einverstanden ist oder ob man der gleichen Meinung ist oder nicht. Wenn die Ausbilder das so sagen, dann machen wir das so und dann haken wir das so ab und dann ist das so. Ein letztes Mal wird die Ausrüstung gecheckt. Ja, Arschbacken zusammen und dass alles gut läuft. Nach 7 Wochen Ausbildung hofft jeder, alles richtig zu machen. Dann geht es Richtung Sauwald, dem Ausbildungszentrum der Bundeswehr. Es ist so eine Mischung aus Anspannung und Freude natürlich. Man springt jetzt halt auf den Platz, wo halt auch Hindernisse sind. Links und rechts davon auch Wald. Also da ist jetzt wirklich Konzentration gefragt, dass wir halt sauber im Trupprahmen anlanden und dann auch die Truppzone richtig erwischen. Im Gelände warten bereits Inspektionschef Bremermann und Stabsfeldwebel Halbrot. Diesen Sauwaldhof haben wir jetzt gewählt, weil wir einmal hügeliges Gelände haben. Das kann er von oben nicht erkennen. Das muss er also vorher in der Karte erkennen. Und wir haben natürlich viel Wald, hier viel Wälder. Das heißt, auch für den Springer ist das so, dass hier da der Wind ganz anders reagiert auf ihre freien Flächen. Und das muss der Truppführer natürlich mitberechnen. Und deswegen ist es so, dass der Raum jetzt etwas enger wird. Also wir steigern jetzt die Plätze, die werden immer ein bisschen kleiner, sodass sie also wirklich dann auch auf engen Plätzen, kleinen Plätzen landen können. Nach wenigen Flugminuten ist die Absprunghöhe erreicht und die Landezone in Sicht. 4 Minuten, aufstehen, überprüfen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat jeder der Schüler rund 50 Sprünge absolviert. Die Checkliste haben sie verinnerlicht. Noch 2 Minuten. Die Absprunghöhe ist erreicht. Jetzt können sie zeigen, was sie gelernt haben. Bis zum Sauwaldhof müssen 10 Kilometer zurückgelegt werden.
Im Gleitflug dauert das rund 45 Minuten. Und diesmal läuft alles glatt. Schau sie an, schau sie an. Ist das nicht klasse? Was gibt es Schöneres, als Inspektionsdurchlass zu sehen, dass die Ausbildung fruchtet? Als wenn sie das ganze Leben nichts anderes gemacht hätten. Markus Laut und sein Trupp bleiben während des ganzen Fluges eng zusammen. Auch die Landung gelingt allen in der sogenannten Drop Zone. War wirklich gut. Heute ist es ein bisschen zugig oben, war schon sehr frisch. Aber so war wirklich super. Auch dem zweiten Trupp um Philipp Brinkmann gelingt eine perfekte Landung. Ja, war ein richtig geiler Sprung. Das Wetter war gut, der Flug war gut. Hat alles gepasst heute. Hast du mich mal kurz hier von unten überholt, oder was? Von was? Du, mich überholt. Ja, freilich. Hallo. Ich muss erst mal gucken, welche Gepäck ablassen, alle gleichzeitig. Ich guck nach unten. Oh, da kann man grad laut. Nein, da warte ich noch ein bisschen. Alle 12 Soldaten haben die Generalprobe bei Tageslicht bestanden. Doch die letzte Etappe steht noch aus, der Nachtsprung. Bei Tag ist es ein, wie soll ich sagen, ein Probesprung für die Nacht, für heute Nacht. Und heute Nacht über dem bayerischen Gelände hier vor Ort, das wird nochmal eine richtige Herausforderung. Der Nachtsprung in den Sauwald kommt den zukünftigen Sprüngen im Einsatz schon sehr nahe. Nur Feindberührung ist nicht zu erwarten. Gestartet wird wieder am Luftlandestützpunkt Landsberg-Lech bei Penzing. Es ist der letzte Sprung in der Ausbildung. Geht alles gut, bekommen Sie die Lizenz zum Freifaller. Also wenn man tagsüber einen Fehler macht, ist es halt noch leichter auszubügeln, weil man halt die Sicht hat. Nachts ist halt das wirklich problematisch, dann wird halt kein Fehler verziehen. Aufgrund einfach dessen, dass da die einzelnen Hütten sind, einzelstehende Bäume und wir wahrscheinlich, glaube ich, keine große Mondeinstrahlung haben, also es recht dunkel sein wird, wird es, glaube ich, sehr spannend, ja. Dieses Mal müssen sie mit Marschgepäck abspringen. Bisschen Vorfreude auf jeden Fall, das ist so das Hauptgefühl, aber auch ein bisschen Anspannung, weil man es so noch nie gemacht hat und es jetzt halt mal alles zusammenkommt. Zum zweiten Mal fliegen die Männer heute Richtung Sauwald. Noch ist es hell. Es wird Nacht. Wir gehen aus einer Höhe raus, 5.000, 6.000 Meter. Es ist da oben minus 20, minus 25 Grad. Kalt. Kalt. Und ich weiß, ich muss eine Dreiviertelstunde in der Höhe, wenn ich sofort ziehe, gleiten. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Absprung. Jetzt ist jeder sich selbst überlassen. Anspannung, Adrenalin pur. Ich schwitze und friere gleichzeitig. 4000 Meter über der Erde, irgendwo am Fuß der Allgäuer Alpen. 80 Kilo Gepäck, ein Kompass, eine Karte, ein Funkgerät. Um sie herum nichts als Dunkelheit. Zu erkennen sind die Springer nur an kleinen Positionsleuchten, die sie am Helm und an den Stiefeln tragen. Gib mir jetzt mal deine Geschwindigkeit. Geschwindigkeit 110 km/h. 3:1. Alles klar, danke schön. Adi, willst du vor mir? Ja. Adi, willst du vor mir? Also der Trupp hat jetzt eine Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometer drauf und haben Gleitnerwelten von 3:1. Das heißt, sie kommen also locker hier hin. Und diesmal passt alles. Die sind da ja schon über uns. Ja. Schieb die Sau. Schieb die Sau. Die Landemarkierung ist für die Springer erst zu sehen, wenn sie unmittelbar in der Nähe sind. Trupp 1 hier, Bode. Ja? Siehst du schon das Landetee? Negativ, noch nicht in Zeit. Landetee liegt zwischen dem Wald und den beiden Hütten. Ja, Copy, verstanden.
Der erste Trupp landet punktgenau. Sie behalten die Nerven und zeigen, sie haben das Zeug zum Freifaller. Doch der zweite Trupp bleibt aus. Keiner weiß, wo die Kameraden bleiben. Wir haben eine Reserve. Der letzte Trupp kommt gerade rein, aber total zerstreut. Ein schwerer Zwischenfall. Einer musste den Reservefallschirm ziehen. Die Formation hat sich in der Luft verirrt. Jetzt fehlen drei Soldaten. Sind alle da? Nee, nur jetzt Billy und ich. War das der letzte, der ganz hinten rein ist? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo der hin ist. Man kennt sie ja. Ist ja nicht, dass sie irgendeine unbekannte Person ist, sondern man denkt, oh, okay, ist alles in Ordnung, wie geht's denen? Es ist ja nicht immer so, dass die irgendwie auf einer Wiese landen können und alles in Ordnung. Ob es dann eine Straße ist, ob es Bäume sind. Die Soldaten durchkämmen das Gelände. Dann endlich tauchen die verschollenen Kameraden auf. Niemand hat sich verletzt. Sie sind hinter dem Wald notgelandet. Zum Glück keine Feinde in der Nähe. Echt gut gemacht. Also, wir hatten auch keine Funkverbindung, aber ihr seid stumm wieder hergefahren. Kurz vor der Landung habe ich dann noch hier so eine Hochspannungsleitung gesehen. So 20, 30 Meter über dem Boden. Nicht, oh, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich bin nur kurz ausgewichen und eine Po-Landung hingelegt. Durch die unvorhergesehene Notlandung konnten die Männer zeigen, dass sie auch mit Problemen professionell umgehen können. Sie haben ihre Angst überwunden und ihre Zweifel besiegt. Ab sofort dürfen sie sich Freifaller nennen. Am nächsten Morgen ist die Stimmung gelöst. Der Aufstieg auf die Kolbenalm ist Tradition. Hier erfolgt seit Jahrzehnten die Übergabe der Lizenz und der goldenen Springernadel. Abschluss einer 7 Wochen langen Tortur mit Höhen und Tiefen. Vor 36 Tagen haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja, und jetzt stehen wir hier. Und es freut mich unwahrscheinlich, dass alle noch hier vor Ort sind und den Abschluss miterleben können. Ihr werdet zurückkommen in die Einheit und die Männer werden neidisch sein auf euch. Neidisch, das, was ihr jetzt mit 50 Sprüngen könnt. Tretet selbstbewusst auf, erklärt ihnen, was ihr alles gemacht habt und beim Sprungdienst zeigt, was ihr könnt. Ich wünsche euch für die Zukunft alles erdenklich Gute. Den einen oder anderen werde ich hoffentlich auf einen Truppführerlehrgang oder auf einen Tandemlehrgang oder auf einen Ausbildungsleiterfreifall wiedersehen. Erstes Lied, ein Schritt vortreten. Herr Hauptfeldwebel, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ich habe gehört, Überschallgeschwindigkeit. Kann das sein? Etwas schneller gewesen, ja. Herzlichen Glückwunsch, hast du klasse gemacht. Vielen Dank. Herr Oberfeldwebel, behalte dein Lächeln und eine frohe Natur bei. Alles Gute für die Zukunft. Danke. Hast du gut gemacht. Beim ewig Lächelnden. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen des Lehrgangs. Dankeschön. Alle 12 Fallschirmjäger haben den Härtetest bestanden. Sie sind tauglich. Auch für den Ernstfall. Natürlich ist man jetzt stolz, dass man den Lehrgang bestanden hat und jetzt alles geschafft hat. Dass man, dass ich halt jede Hürde, die ich mir gesetzt habe, halt auch gemeistert habe. Dass im Endeffekt alles gepasst hat, unverletzt und erfolgreich alles bestanden hat. Das ist gut, ja. Das Abzeichen wollte ich eigentlich schon immer haben, seit ich bei den Fallschirmjägern bin. Also von daher, Ziel erreicht. Jetzt auf jeden Fall Lehrgang abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen. Ich freue mich halt wirklich sehr, jetzt überhaupt die Lizenz zu haben, dass ich springen darf und sowas. Also allgemein ein Freifall. Ist halt, wie gesagt, jetzt so der nächste Schritt, ja? vom Springer halt. Auf eure Leistung, auf die Leistung des Hörsaalleiters und der Ausbilder ein dreifach kräftiges Glück ab! Glück ab! Glück ab! 6, 7, Rüdern! Es kann losgehen, wohin auch immer die Bundeswehr sie schickt.